Hallo zusammen, in eurer kulinarischen Show begrüßt euch natürlich wie immer der Hobbykoch und heute machen wir mal lecker selbst eingelegten Schweinebauch. Wie das funktioniert, was wir dazu benötigen, zeige ich euch nach dem Intro natürlich wie immer da. Für unsere selbstmarinierten Bauchscheiben benötigen wir natürlich unsere Schweinebauchscheiben, ein bisschen Sojasauce, etwas von meinem selbstgemachten Senf. Das Rezept kann ich euch jetzt da oben rechts mal kurz einblenden. Ein bisschen was von meiner scharfen Sriracha-Sauce. Dann ein bisschen was von meiner Würzmischung für Schweinefleisch. Und ein bisschen was von meinem Honigrub. Dann brauchen wir noch einen Schluck Bier und eine Zwiebel. Und da kann es schon losgehen. Jetzt geben wir alles hier schon mal in unsere Schüssel und da wird die Marinade angerührt. Das war die Sojasauce und jetzt gebe ich hier schon was von meiner Sriracha-Sauce rein, nicht zu viel. Dann ein bisschen was von meinem Senf. Unsere Gewürzmischung. Ein Honigrub folgt auch noch. Und mein Bier. Und das wird jetzt erstmal alles richtig schön durchgerührt. Und da gebe ich jetzt auch schon meine kleine geschnittene Zwiebel rein. Und dann wird es erstmal ein bisschen vermengt miteinander. Und da kommt jetzt unser Schweinebauch schon hinein. Ja, das geht jetzt erstmal in den Kühlschrank. Da lasse ich das erstmal eine Weile durchziehen. Der Schweinebauch, der ist jetzt 4 Stunden im Kühlschrank richtig schön durchgezogen. Und den lege ich mir jetzt hier einfach mal auf mein vorbereitetes Grillrost. Ich räume das hier mal schnell weg. Und jetzt wird der Schweinebauch im Backofen, ja, ich denke mal so für 20 bis 40 Minuten richtig schön gebacken. Ich mache einfach mal weiter hier. Da liegt jetzt unser Schweinebauch und da kommt jetzt bloß ein bisschen grobes Meersalz noch drüber weg. Und dann geht es schon ab in den Backofen. Und das Ganze lasse ich jetzt mal so, ich denke mal für 40 Minuten im Backofen hier drin. Bei 180 Grad lasse ich das jetzt mal für 40 Minuten, denke ich mal, hier drin in dem Ofen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, wenn ihr das riechen könntet, mein Schweinebauch, der ist da hinten jetzt im Backofen drin. Bei Ober- und Unterhitze, ich habe das jetzt mal auf 180 Grad gestellt und ich muss sagen, es riecht verdammt lecker. Es ist vielleicht auch mal eine Möglichkeit, wenn man jetzt noch nicht so grillen kann und jemand Lust auf sowas hat, dass man das mal schnell im Backofen zubereitet. Und ja, ich denke mal, ich lasse das noch 20 Minuten drin und wir sehen uns dann wieder, wenn angeschnitten wird. Also, bis gleich. Da ist er, unser Schweinebauch aus dem Backofen. Schaut euch den mal an. Richtig schön knusprig, richtig schön braun gebrannt, als wäre im Urlaub gewesen. Und den muss ich doch jetzt mal anschneiden. Ja, das war unser Schweinebauch-Video und den werde ich doch jetzt mal probieren müssen, nachdem ich das angeschnitten habe. So, ja, dann müssen wir doch mal probieren hier. Schaut ich den mal an. So schaut der aus. Ja, da ist ja der Schweinebauch und der geht jetzt in meinen Bauch.
Also bis das auf die Röstaromen fehlen und der Duft von Grillkohle, perfekt, kann ich euch sagen. So richtig schön durchgezogen, die ganze Geschichte da. Obwohl es jetzt nur 4 Stunden im Kühlschrank war, in der Marinade. Ich muss sagen, perfekt und auch richtig schön gewürzt. Also der ist auch richtig schön scharf. Kann ich nichts dran aussetzen. Ja, wie gesagt, der Schweinebauch, der ist ganz gut. Der geht jetzt in meinen Bauch, der Rest zumindest doch. Und wenn auch du lecker, schnell, einfach und würzig kochen lernen willst, dann abonniere den Kanal, betätige die Glocke, damit du auch nichts mehr verpasst. Und bis zum nächsten Mal in eurer kulinarischen Show beim Hobbykoch. Ciao, tschüss, euer Hobbykoch.